Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen. Und nun viel Spaß. Das ist ein wichtiger Schutz. Ach, guck mal, ich behalte das hier ganz, ganz im Auge. Alles ist gut. So super. Ja, ne? Also wenn da ganz hinten einer sitzt, dafür kann ich nichts. Ich sag's nur. Ja, das stimmt, ja. Also ich bin da hinten nicht im Kreis gelaufen, ich sag's nur. Ja, ja, wenigstens habe ich ein bisschen glutig. Das ist, wenigstens bleibt der Loot drin. Das finde ich gut. Warte mal, was haben wir hier? Jahreszeit bedingt ist das dann drin. Aber dann siehst du, wir haben den Loot, es hat die Fundorte, aber nichts drin. Und dann wird das wahrscheinlich zusammen auch mit den Bären geladen, weißt du? Vermute ich. Kennst du das, die Twix-Werbung, das knackige Geräusch beim Reinbeißen? Ja. Jens, das macht mich jetzt nicht, wie soll ich das ausdrücken? Lebensfroher. Hast du noch viel? Ja, da kannst du bis Spitzhacke kaputt ist, kannst du hacken. Oder Kupfer, Zinn und Salz. Und Eisen kannst du erst, wenn du die Mine hast. Aber ich weiß, wo wir Eisen bekommen, eventuell. Ich habe Eisenbarren in der Tasche. Ja. Da können wir Eisenwaffen machen, weißt du, Andrina? Eine Eisen. Axt und Eisenpfeile. Dann sind wir schon ein bisschen besser dran. Ja. Ich würde ja gerne da hochgehen, um zu gucken, ob da welche sind, aber dann tue ich es im Ernstfall triggern und das wäre ja auch doof, ne? Ja gut, dann geht es ja bis zum Lachen. dann passiert mir Twix und dann? Da komme ich nachher auch noch dran. Ja, aber Twix ist ja sowieso im Doppelpack. Aber hier oben ist tatsächlich nichts. Ich bin jetzt genau über dir. Ja. Ist nix. Berli, wo bist du? Alle haben gesagt, du bist hier, aber du bist gar nicht hier. Oh, der TS, oh weia. Was ist jetzt gesehen? Ist das wegen der Minenacht, weil die Mine ladet? Ich komm raus. Ich höre jetzt auf. Ziemlich viel schon. Ja, siehste. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ist der Ausgang? Komm zu mir. Das ist eine Sache. Ah ja. Aber guck, bin ich aber froh, ne? Ich hatte trotzdem so ein, also das Tröpfchen hing schon, um in die Hose zu gehen, ne? Das hing schon. Nimm mal das blöde Neff weg da. Das stört. Wie dunkel. Soll ich reinkommen? Nein, warte. Hier ist Licht. Folge dem Licht. Bin ich nicht. Ich schaue deine Richtung. So, ich komme her. Ja, da bist du. So, jetzt kommen wir beide raus, steht der Bär da. Ja, das wäre lustig. Können Bären schwimmen? Ja, ich glaube schon. Oh. Dann los, weg hier. Ab nach Hause. Siehst du? Da wäre auch schön zum Bauen. He? Da wäre hier ist schöne, glatte Fläche, aber richtig. Aber keine Bäume und nichts, nur dort oben, ja. Ja, die hätte man sich ja von woanders holen können. Ne? Aber wahrscheinlich müssen wir auch expandieren, weil die Insel ist fast zu klein. Obwohl zu viel bauen ist auch nicht gut, sonst hast du ein FPS-Problem. Ja, jetzt ist doch tatsächlich meine Fackel ausgegangen. Aber wenn ich jetzt hier schon baden gehe, dann kann ich auch gleich mal, kann man auch gleich mal was trinken hier, ne? Ja. Okay, aber er macht nicht beides, trinken und baden. Das war vorher, jetzt haben sie es rausgenommen. Frechheit. Echt mal. Das geht doch nicht.
Essen muss ich auch noch. So. Oh, voilà. Ich bin mit dem Oberkörper wieder raus. Jetzt kann ich die Fackel wieder zünden. Ja. Siehste, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht Punkt, 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 der kriegt kein Kind. So sieht das aus. So nicht. Jetzt gehen wir schlafen zuerst. Weiß nicht, wo ich wohne. Ich auch nicht. Irgendwo, hä? Warte. Ah ja, das Licht wollte ich schon lange. Du hast doch Leinsamen, oder? Ich hab Leinsamen, ja. Ich will schon lange ein Licht machen bei unserem Haus. Ich glaube, das von, da. Vis-à-vis von der... Ich glaube, dies hier ist unser. Ja, hier, guck. Hier wohne ich. Ah, warte. So. Voilà. Mit Fackel in der Hand gehe ich schlafen. Hast du warm. Warte mal. Giulio ist noch nicht bereit zu schlafen. Ich habe es eh nicht gefunden. So schlimm. So. Ah. Siehst du, dann haben wir diesen Ausflug auch überstanden. Jetzt tue ich das gerade schmelzen. Wo ist ja, schmelzen? Tu das. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist? Was ist? Guck mal, was hier. X ist ablegen. Ah. Das hier ablegen. Ja. Und zwar ganz bestätigen. So. Dankeschön. Was hast du noch? Zinnerz habe ich auch noch. Ja, gib mir den gerade. Und Barren kannst du mir auch gerade alle geben. Barren? Ja. Barren soll ich dir auch geben? Ja, ich. Meinst nicht, dass du da ein bisschen viel verlangst? Nein. Da stellen wir gerade richtige Waffen her. Da. Ich habe übrigens Eisenpfeile. Ah ja, wie viel? Ich habe nur 3. 9. Ja, siehst du, ich habe nur 3 noch. Und habe ich auch noch Kupferpfeile, habe ich 6. Ah, oh, super. Möchtest du die Eisenpfeile haben? Nein, nein. Doch, doch. Wieso behalte du die, Hendrina? Ich mache jetzt. Wenn mit du jetzt hier, guck da, nimm. So, wenn du unbedingt willst und du brauchst es nicht. Oder ich habe Kupferpfeile. Oh. Also. Aber mehr habe ich nicht. Mehr will ich dir nicht geben. Ich drücke hier nichts mehr raus. Danke. Zinnbarren gebe ich dir noch und Zinnerz. Ah, ja. Warte. X. Da. Und Zinnerz. Bronze ist ja eine Mischung von Kupfer und ich muss aber schauen. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Warte mal, warte mal. Ja. X. Ich kann es noch nicht machen aus Bronze. Da. Dankeschön. 10er, so. Wenn ich gleich bezahlt, 20. Einmal recken und strecken. Eieiei. Ei, ei. Ah ja, das kann ich auch brauchen. Oh, dankeschön. Uiuiui, ui, ui, der tut gut. Dankeschön, lieber Jens. Oh, ja. Oh, die alten Knochen, was soll ich sagen? Ja, was soll ich denn sagen, Andrina? Ah, was machst du gerade mit deinem Mikrofon? Ich bin schon Komposti. Nein. So, jetzt gehe ich mal gucken, was ich hier bauen kann. Oh, 4 Gebäude? Eidos. Ja. Ich habe Arbeit geschaffen. Okay, let's go. Da knacken die alten Knochen. Ja, natürlich. Ich bin in einem knackigen Alter. Ja, knackig, genau. Knackiges Alter. So, ich würde sagen... Was? Die Werkstatt ist freigeschaltet. Werkstatt 2. Super. Stroh. Stroh? Oh, Stroh habe ich in der Dings. Ach, Menno. Jeder Gang macht schlank. Ja. Und jeder zweite geht in die Breite. Ich glaube, ich bin immer zweimal gelaufen. Ey, der da ist. Das müssten wir die Nacht machen, gell, Andrin? Stroh, da. F, E, F. Eisenbahn ist nicht genug, oder? Ah, was? I love you. Wer love you? Wer love you, wen? Keine Ahnung, da hat die Mutter Bernadette etwas mit Love gesagt. Eieiei. Ich glaube, die liebt den Beruf. Oh, unser Heiko hat ein Sub-Geschenk gekriegt und zwar von unserer Sonja. Heiko hat den verlängert, den er mal von der Sonja bekommen hat. Ist das richtig? Ja, ne? Verlängert das Geschenk aber von Genau. Dankeschön, lieber Heiko.
Wie war das wieder? Ja, die ist super, die Frau. Die Frau ist super. Die Bernadetta. Ja. Ja, Dreier im Fischen, im Handwerken und im Tierhaltung hat sie Dreier. Und zwei Zweier und eins im Bergbau. Du, die ist ganz gut, die Bernadetta. Ja, dann halt sie die warm. Habe ich so endlich das Bett wieder für mich allein? Ich habe sie nicht heiratet, ich bin eine Frau. Ja und? Das ist. Ja, ich kann ja nicht in diesem Spiel. Da. Kupferwerkzeuge, warte schnell. Kupfer. Aber ich hab Houston, ich habe ein Problem. Was hast du? Kein Holz mehr. Kein Holz. Ja. Keine Holzstämme mehr. Unsere Holzfäller arbeiten definitiv zu langsam. Ich bin mal drüben bei den Wiesenden, ne? Oh, und ich muss unbedingt die Felder zuerst machen. Ich muss auch, bevor ich darüber gehe zu den Wiesenden. Wieso zu den Wiesenden jetzt? Ich muss. Warte. Nein, ich gehe doch nur Holz holen. Ah. Da wird sie gleich nervös. Die hört, Andrina geht zu den Wiesenden, da wird sie gleich nervös hier, du. Ja, muss mitkommen, hey. Muss dich beschützen, in deinem Licht, jugendlichen Lichtsinn. Ah, was? Nur weil ich bei den Bärchen war, Mensch. Ja. Die kann man nicht über den Weg trauen. Die haben gewusst, da kommt Andrina und haben gesagt, nee, die hat faules Fleisch, die wollen wir nicht. Oh, wir haben ja aber radikal gemacht, ne? Tabula rasa. Ja. Du kannst hier hinten auch Tabula rasa machen, weil ich lege hier die Felder bei uns. Hinten, weißt du. Ja, jetzt bin ich schon auf der anderen Seite. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss hier. Was soll ich jetzt wollen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Aber wir brauchen ganz schön viel Steinzeug, ne? Also muss ich jetzt mal so. Wenn ich Steine sehe, sollte ich sie vielleicht sammeln. Sonst können wir die Häuser für die nicht bauen. Aber ich finde das, also dieses wirklich, ich finde das echt cool. Was? Dass du die Häuser immer gleich neben den. Ja. Das. Ich muss nur die zu. Was ist? Ein Tal, ja. Stimmt. Ich will doch nur den Baum. Baum! Schaufeln haben. Mann. Wollt doch nur den Baum. Ja, gut, dann müssen wir diese hier nehmen. Hoffentlich kommt ein Wolf und. Ich habe keine, Dings mehr, ne? War ja klar. Fünf habe ich gesagt, ne? Jetzt muss ich auch noch die wertvollen Steine, die ich gerade gesucht habe. In eine Axt investieren. Glaubst du's? Die ist wichtig, Dachs. Ja. Können wir uns keinen Dachs leisten? Das ist jetzt da nicht gut. Aber es sind ja nicht Dachs, es sind ja Biber, ne? Hallo, Bison, ich bin da. Oh, hier ist so ein Hase. Ich laufe jetzt immer weg, wenn die Bäume nicht umfallen. Hallo, schön dich zu sehen. Danke. Ja, das stimmt doch nicht, Frau. Wenn ich jetzt hier gehe und hacke, ne, dann fallen mir die anderen beiden auf den Kopf, oder? Das ist doch ein Elend. Ah ja, pass auf. Ach, ich bin schon mal fast gestorben. Ja, ich auch. Aber das finde ich noch lustig, dass das eingebracht habe. Ja, das stimmt doch nicht. Falsch. So. Bauen. Also ich bin ein Fleißiger, eine Fleißige. Fleißiges Bienchen. Ich bin eine Hummel. Nein, ich bin eine Biene.
Marvin. Hey, pass auf, es kommt die Manu und schlägt dich tot. Ja, ja. Ich bin eine Biene. Das ist Marvin. Nee. Nein. Weigerung auf ganzer Ebene, nein. So. So, ich habe jetzt ein, zwei Holzstämmchen geholt. Den Rest können die Holzfäller machen. Ja, ich kann auch noch ein bisschen. Mal. Wo wohnen wir? Ach da. Kein Bison. Ja, kein Wiesent. Hat es auch nicht gespannt, hä? Ich glaube, wir haben alle Tiere ausgerottet auf dieser Karte. Es gibt keine mehr. Die Wiesent, da habe ich alle in der Hosentasche. Weißt du, glaubst mir kein Wort. Also die Produktionsstätten sind fast fertig. Fehlen nur noch die Häuser. Wer läuft da hinten? Fischer! Was macht der Fischer da? Der hat keine Arbeit. Da ist doch schon wieder ein Zeichen da oben. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ja, wir haben viele Gebäude, wo nicht fertig sind und drinnen. Ach so. Das zeigt es an, weißt du. Bist du sicher? Nein, sicher ist... Du musst hier noch Stein einstellen, ne? Okay, dann mache ich das gerade. Oh. Da fehlt was an der Holzstämme. Grabungsschuppen. F. Slavocic. Oh, Slavocic. 7 Holzstämme, die klauen wir gleich. Dann hat die in der Werkstatt zwar jetzt hier nichts mehr, aber... Ich dachte, du hättest schon... So! Die beiden Häuser können umgestellt werden und die Produktionsgebäude sind fertig. Was sagst du dazu? Tupi. Ich hoffe, du bist... 60. Also 13 Steine im Tag, das ist ja schon nichts. Ich stelle mal Kupfererz ganz ab. Jetzt können wir ja selber holen. Ja, also ich würde jetzt nicht jedes Mal davon ausgehen. Ja, ja, das ist klar, die können wir schon wieder. Ich möchte das... Dann tue ich, warte mal schnell, ich sag das gerade an drin. 2 Kupfererz und 20% genau. Und 70% Stein. Ja, dann ja. Haben wir 15 im Tag, das ist ja nicht grob viel, 15. Das ist auch nicht wirklich viel. Ne? Aber mehr können wir ja nicht, außer ich mache noch mal eine Grabungsstätte, aber das... Nein. Was ist bei den Fischern heute wieder nicht gut? Das ist doch... Ehrlich, du. Die Fischer ist wirklich nichts tauglich, ne? Nein, es ist mühsam. Nein, aber die Hütte, wie sie es eingestellt haben, ist mühsam. Das ist nicht über Rotaugen. Also mehr Rotaugen auf jeden Fall. Wir brauchen ganz viele Rotaugen. Und dann muss ich einstellen, dass sie es nicht essen, gell? Ja, die dürfen das weder benutzen noch essen. Ja, sonst essen sie es uns. F... Das können wir lange warten. Rote Augen. So. Das hatte ich schon so eingestellt, dass ich es nicht essen. Aber mal ganz ehrlich, ne? Hä? Auf dem Zettel stand, auf dem Brief stand 3 bis 5. Ja, das stimmt, das ist ein Beschiss. Und wenn du jetzt auf die Quest guckst, sollst du 30 bringen. Das ist genau. Das ist Betrug. Auf ja, ganze ist, Ebene. Genau, schreibe mir einen Brief von Rina. Er kann ja nicht lesen, hat er ja gesagt. Ja, aber der Entwickler schreibe mir einen Brief. Das ist ja was betrügt. Immer diese. Also, was muss ich jetzt noch einstellen? Dass das nicht gekocht wird, muss ich auch nicht einstellen. Ja. Ja. Wo ist da der Koche?
Haben wir schon bei der Küche? Ja, schon, oder? Ah ja. Mit dem Metzislauf ist in der Küche. Ja, dass aber du diesen Namen überhaupt aussprechen kannst, ist schon... Ja, das ist ein Vorteil, wenn du Italienisch kannst, weißt du? Dann kannst du auch die Jener... Also bist du nicht nur eine feurige Schweizerin, sondern auch eine feurige Italienerin? Also eigentlich, von Grund auf, bin ich eine Vollwasch-Italienerin, vollicht. Also 100%. Ah! Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Aber ich hatte mehrheitlich italienische Schule, weißt du? Das ist das typische. Meine Eltern dachten immer, sie gehen zurück, weißt du? Darum, ich hatte 5 Jahre italienische Schule und hatte nur 3 Jahre Schweizer Schule. Aber ich bin hier geboren. Kompliziert, gell? Ja, aber ich kenne das. Also ich sage immer, ich bin ein Zwitter. Nein. Ich habe von beiden Nationalitäten habe ich. Du hast schon so ein Grundgen, ich kenne das. Ja, der Grundgen ist das Italienische. Vor allem, wenn mir jemand auf die Füße steht. Mhm. Dann kommt. Ah ja, du brauchst nichts erzählen, wie diese HB-Männchen funktionieren. Brauchst du mir nicht erzählen. Ja, der bleibt, weißt du, von drinnen. So, jetzt muss ich herausfinden. Nicht. Welches Fischfilet sie nicht braten dürfen? Wie soll ich? Ah ja, du musst, das musst du jetzt gar nicht mehr machen. Oh mal, ich muss noch schnell, sonst vergessen wir es wieder. Nee, du schreibst das ja auf. Nein, aber ich habe noch Zeit, 2 Minuten. Jetzt kommt, das ist eben die Schweizerin drin, da kommt die Schweizerin durch. Die Schweizer Pünktlichkeit ist drüber. Ja, das ist furchtbar. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich will. Du wolltest mal gucken, welches Fischfilet sie nicht braten dürfen. Ja, aber das kann ich nicht einstellen, weil ich es nicht unterscheiden kann. Dann muss ich das in die Fischerhütte. Oder du musst sagen, er soll gar kein Fischfilet machen. Ja, eben genau das. Genau das. Dann machen wir das so lange nicht, bis... Fisch, wo ist der Fisch? Fischerhütte, Rotauge. Ich kann es einstellen, dass er das Rotauge nicht... Filetiert. Filetiert, genau. Vielleicht. Rotauge, ja, da ist er ja. Das ist sogar auf 40%. Uiuiui, raus. So. Dann kann ich die andere raufstellen, dann geht es vielleicht auch schneller vorwärts. So. Liebe Giulio, jetzt, wo bist du? Da bist du. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich stell so ein, dass er nur Rotauge fischt. Ja. Das ist, glaube ich, am einfachsten, hä? Ja. Wenn es geht. Ja. Ich bin jetzt. So. Jetzt muss ich aber das mal aufschreiben, bevor wieder eine Woche vergeht. Sonst vergesse ich es wieder. Warte schnell, Andrina. Ich warte. So. Gut. Hast du gesehen, die Felder da? Sind ein bisschen gerader, oder? Habe ich nicht gesehen, ich war beschäftigt. Aber ich sehe es jetzt, ja. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, ich ziehe es dann ganz drüber, all Plantagen alleine. Ja. Also? Wieso hast du ein Speer? Wieso nicht ein Speer? Ah nein, ich habe die Schaufel in der Hand. Ich habe gar nichts in der Hand. So, warte mal. Ja, ich bin Kummer gewohnt. Wo gehst du jetzt? Ich hab nur getrunken, weil es gibt viel Mecker mit Eckehart, du weißt es ja. Okay, schon wieder vorbei. Ja, 3 Stunden sind vorbei tatsächlich, liebe Giulio. Wir haben heute doch tatsächlich viel geschafft, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und ich bin stolz auf deinen Mut, dass du doch mit mir in die Mine gegangen bist. Oh, sicher, ja. Weil ich habe jetzt auch gedacht, weißt du, ich habe einmal meine Dynastie verloren, das geht auch noch ein zweites Mal. Vielen, vielen Dank für die letzten Stunden und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.